machst du mal das Lazarettzelt. Du baust den Angelplatz. Und du gehst in der Zwischenzeit Pilze sammeln. Missionstag. Ist ja richtig komplex, da muss der hier auch noch mit Nahrung und allem aufpassen. Erste Aufklärung. Vasili Gavrilovich meldet, dass ein beschädigter Panzer zur Werkstatt an der Kreuzung gebracht worden ist. Das ist eine gute Gelegenheit, einen kleinen Ausflug zu machen und dieses gepanzerte Fahrzeug zu vernichten, bevor es repariert und zurück an das Schlachtfeld geschickt werden kann. Mehr darf ich ja jetzt gar nicht nehmen, wa? Are you ready for T-Sov? Here's our mission. Infiltrate the repair yard, blow up the tank. Take me with you. I know how to hide, and I know how to shoot. How old are you? 14? You're too young for that stuff. Too young, eh? Who helped you out of the camp? Who took you to the outpost? I've got a score to settle with the fascists. Comrade Commander, please, let me join you. You've proved capable. You may join us, but you must obey orders. Got it? Yes, Commander. Thank you, Commander. I won't let you down. Ein verstecktes Lager. Ich hab mal was gesehen. Ach, kann ich gar nicht hin auf die taktische Karte. The target of our first sabotage mission is the enemy tank. It's outside the repair shop. The area is well guarded. We can't enter through the gates. The yard's too open. We'll be sitting ducks there. We can slip through the breach in the far side of the wall. There's another breach near the storage tanks. Fewer guards, but further distance to cover.
softly. Mir fehlt gerade ein bisschen der Plan, wie ich es angehe. Sobald ich den überrumpel, wird er alarmiert. Ach du Scheiße, hier kriegen ja auch noch welche rum. Und irgendwann wird er dann wahrscheinlich auch noch alarmiert. We're not getting caught here. We need to hide. Ah, nee, das ist draußen. Scheiße. Fire! Ich dachte, das wäre drinne. Wie soll man das angehen? The target of our first sabotage mission is the enemy We have a plan. Wenn hier ist, dort steht einer. Vielleicht könnte man es schaffen, sich an den anzuschleichen. Aber an den kommst du ja nicht ran von hinten. Kommst du an den nur seitlich ran und dann reagiert er. Ich muss mal kurz was gucken. Die beiden haben Messer. Die 1 und die 3. You have a task for me. It's like playing hide and seek. Calm down. Ich warte, bis der seine Runde gemacht hat. Wenn der hier vorbei ist, müssten wir ja eigentlich genug Zeit haben, den abzuschießen. Aber wohin? Hier rein? Das wird knapp. Oder ich versuche das, was ich gerade mir so ein bisschen überlegt hatte. Mal gucken, ob wir das getimed kriegen. Wenn die dann nämlich nebeneinander stehen, könnte man ja versuchen, die gleichzeitig mit Messern abzuwerfen. Jetzt zum Beispiel.
Och, ihr sollt werfen, ihr Trottel. Wir fressen halt. Scheiße. Also so wird das nicht. Nee. So wird das nicht. Wir sollten doch eigentlich werfen. Ach, warte mal, da hatte ich doch komplett das Falsche. Da hätte ich doch F drücken müssen, ich Trottel. Hätte ich doch F drücken müssen. Da brauche ich mich nur wundern, dass das nicht funktioniert, so wie ich das will. Now what? You have a task for me. That's me. Boah, halt auf die Brutale jetzt. Partisans. That's us. We want to look at the tank. The place is chock full of fascists. Spare me. It's not about the weapons. It's about skill. Young people these days. Listen, there's a stash near the swamp, past the fence. I keep my submachine gun there. Picked it up on the battlefield, but I never had the courage to use it. I reckon you're gonna need it. So, okay. Ich wollte es eigentlich ein bisschen geschickter machen. Ich schätze mal hier, das wird bloß das Zeug von den Leuten hier sein, hä? Nö, das... Das ist von den Biesen das Zeug, okay. Questgegenstände. Manche Gegenstände, die du bei einer Mission findest, brauchst du zum Erledigen deiner Aufgaben. Sie sind unten links im Inventar mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Mhm. Und? Aha, das Zeug brauche ich dann zum in die Luft jagen. Minen verursachen Flächenschaden. Doch ist es schwer, sie effektiv zu platzieren.